Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo über die Hofbergmann. Ja, es hat sich nämlich was getan und zwar hat der Farmer Andi wieder fleißig gebastelt. Ich befinde mich hier quasi auf der 1.005, also eine neue Version und ich möchte euch mal einen kleinen Überblick über die ganzen Änderungen verschaffen. Ja, wer es genauer sehen möchte und auch im Live-Test, ich habe das zusammen mit dem Ifconator, also mit dem Kevin, im letzten Livestream ausprobiert. Den werde ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, zuerst die zwei wichtigsten Fragen. Ja, es muss ein neuer Spielstand angefangen werden und die Version kommt raus, wenn sie fertig ist. Gut, hätten wir das auch geklärt. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar gehen wir jetzt hier mal zum Futtermischer beim Kuhstall. Da hat der Andi nämlich das Dach ein bisschen höher gesetzt. Jawohl. Kann man nämlich jetzt mehr Ballen reinschmeißen, ohne dass man oben immer am Dach oder an der Dachkante da hängen bleibt. So, dann gehen wir jetzt hinten rum. Huch, hätte ich auch gleich drüber springen können. Dann gucken wir mal hoch zum Güllelager. Da hat sich nämlich auch was geändert. Keine Angst, nichts die Funktionalität betreffend. Das ist ja eigentlich rein optisch. So, vielleicht seht ihr es jetzt hier schon. Wir haben nämlich hier beim Güllelager eine neue Gülleabfüllstation. Das hat der Andi jetzt komplett neu gemacht. Jetzt haben wir hier auch, wenn wir jetzt den Schalter umlegen, dann haben wir wieder diese Einfüllhilfe. Und das Display ist neu. Das haben wir jetzt bei den Silos auch. Das sind diese Silo Amount Master Displays. Haben wir unten beim Hofsilo auch, wo man zum Beispiel das Getreide einlagert. So, dann gucken wir mal weiter. Vielleicht ist euch hier auch schon aufgefallen, ja, dieser Turm fehlt. Dieses Fermentiersilo, das Hochsilo, wo man ja Silage machen konnte. Da ist ein kleiner Stall dazugekommen. Keine Sorge, das Hochsilo ist nicht verschwunden. Wir haben den Fermenter weiterhin, der hat nur den Platz gewechselt. Da haben wir jetzt hier einen kleinen Ponystall mit zwei Boxen. Kann man natürlich auch aufmachen. Ist gedacht für diese reitbaren Ponys, damit die hier einen Unterstand haben und die nicht ja einfach irgendwo doof auf dem Hof rumstehen müssen, wie bei mir gerade. Hier ist, also das ist Absicht, dass man hier hochlaufen kann, weil für die Ponys gibt es ja diese Kleinballen dazu, diese Heuballen und die Futtersäcke, die kann man zum Beispiel hier oben lagern. Licht haben wir natürlich auch hier drin. Oder aus Strom sparen. So, dann werden wir mal ein Stückchen weitergehen. Dann haben wir hier was ganz Interessantes und zwar oberhalb vom Schweinestall. Da kommt man ja schon immer diese Klappe oben aufmachen für den Heuboden. Nur der Zugang war etwas schwierig. Der hat jetzt eine Funktion bekommen und zwar, wenn wir jetzt hingehen und die Heubodentore aufmachen. Dann haben wir die Möglichkeit, Heu und Stroh Quaderballen oben einzulagern. Also die ganz normalen Standard-Quaderballen mit 4000 Liter. Und wir können die auch wieder hier entnehmen. Und zwar zeige ich euch jetzt, wenn man hier das F1-Hilfefenster aufmacht. Ihr seht schon, mit Taste R kann ich Dachboden-Ballenmenü öffnen. So, und jetzt steht hier Ballenlager Schweinestall. Ausgabe blockiert. Bitte entferne Farmtech Superfex 800 von der Quaderballen-Stroh-Ausgabestelle. Und genau das gleiche haben wir, wenn ich jetzt sage, beim Heu. Da steht nämlich hier der Miststreuer im Weg, weil dieser Platz hier, ihr seht schon, da liegt auch schon ein bisschen Stroh auf dem Boden rum, ist die Ausgabestelle für diese Quaderballen. Man kann also maximal 18 gleichzeitig runterholen. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, jetzt haben wir hier natürlich keine Angabe für die Maximalzahl. Ich glaube, es waren 200 irgendwas, wo man einlagern kann pro Sorte. Also Heu- und Strohballen. Ihr könnt die entweder mit dem Förderband da hochbringen. Die werden also automatisch dann aufgenommen. Ihr müsst sie nicht selber da reinstapeln. Gehen wir einfach mal hin und machen den Miststreuer auf die Seite. Also wie gesagt, das haben wir alles ausprobiert im Livestream.
Da haben wir auch oben mal testweise die Heu- und Strohballen eingelagert, haben auch wieder welche ausgelagert, zum gucken, wie das funktioniert. So, ich denke mal, das müsste reichen. So, jetzt gucken wir mal, was er sagt, wenn wir jetzt das Menü aufmachen. So, und jetzt hat sich das Ganze verändert. Der Platz ist ja frei. Eingelagert haben wir 0 Ballen. Lagerplätze 222 Ballen. Das gleiche gilt auch für Heu. Also insgesamt kann man hier 444 Ballen einlagern. Also auslagern könnte man hier jetzt maximal 24. Und wir haben es gestern mal ausprobiert. Also gestapelt werden hier insgesamt dann 18 Stück. Und die werden da oben auch ja, fein säuberlich eingestapelt. Ich finde es ganz praktisch, muss man sich der Hof halt nicht mehr zustellen. Und ja, 444 Ballen sind schon ordentlich. So, hier muss ich weiter. Da hat sich nämlich auch ein bisschen was geändert. Und zwar dieses Ausgaberohr vom Hofsilo, das war ja immer links. Das haben wir jetzt auf der rechten Seite. Das heißt, das ist hier ja mehr oder weniger ein zusätzlicher kleiner Abstellplatz. So, auch hier haben wir das neue Display. Und da, wie gesagt, jetzt auch das Ausgaberohr. Das heißt, man kann hier entweder ja, abliefern, abkippen oder halt eben was entnehmen. Dann laufen wir mal hier entlang. So, der Schweinestall hat jetzt hier eine zusätzliche große Mistplatte bekommen, wo man den Mist zwischenlagern kann. Ist halt hier vielleicht auch ein bisschen ja, einfacher zum Rangieren, wenn man jetzt zum Beispiel Miststreuer befüllen will. So, das Feld 1 hier. Vielleicht seht ihr es, ich zeige es euch nochmal in der Kartenübersicht. Das hier war ja Feld 1. Das ist verschwunden, das ist jetzt eine Wiese geworden. Da, ja, die könnt ihr entweder so lassen und bewirtschaften oder ihr könnt da natürlich auch platzierbare Sachen draufsetzen, wie zum Beispiel die Halle vom Strohbergungs-Addon. Dementsprechend haben sie natürlich auch die Feldnummern verschoben. Also ihr seht es hier schon, das Große war ja immer die 5 und hier unten die 7. Das ist jetzt die 4 und die 6. Klar, weil die 1 natürlich hier weggefallen ist. Ja, ansonsten die Changelog mache ich euch auch unten in die Videobeschreibung rein. Die findet ihr auch nochmal auf meiner Facebook-Seite. Ja, da stehen so ein paar kleine Änderungen drin, die sonst noch passiert sind. Also zum Beispiel hier bei diesem Heutrockner, da wurde die Kapazität hochgesetzt. Also nicht das, was insgesamt gelagert werden kann, sondern das, was man hier auskippen konnte. Das wurde auf 50.000 erhöht. Das heißt, man kann hier ja, mehr Gras auf einmal reinschmeißen. Bei den Gurkengewächshäusern ist der Verbrauch ein bisschen verringert worden, aber wie gesagt, das findet ihr alles in der Changelog. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und zwar, ihr seht es hier schon, da haben wir ein neues Symbol bekommen. Ja, ein kleines Ferkelchen mit einer Nuckelflasche und da gehen wir jetzt mal hin. Ferkelzuchtstationen haben wir nämlich bekommen, jawohl. Die sind jetzt hier oben, also ihr seht es schon, da haben wir den Hof und dahinter quasi da auf dem Weg Richtung Dorf zwischen Heizkraftwerk und Musterei bei Feld 19 haben wir jetzt diese kleine Ferkelaufzuchtstation. Die müssen wir allerdings kaufen. So, das heißt, ich muss jetzt irgendwas aus dem Startfuhrpark verkaufen, sonst können wir uns die nämlich nicht leisten. So, und da macht das Fensterchen auch schon auf, Ferkelaufzuchtstation. Es sind 2 Stücke auf dem Gelände, kosten uns 50.000 Euro, also für beide. Oh, kaufen wir uns jetzt auch. Oh, anklicken sollte ich das Fenster natürlich noch. Kaufen, jawohl. Und schon gehören diese 2 Aufzuchtstationen uns. Funktionieren also beide gleich. Hier auf der rechten Seite haben wir nochmal ja, eine Parking Zone für die erwachsenen Schweine. Passen 200 Stück rein, wenn ihr die hier ja, zwischenlagern wollt, sage ich jetzt mal. Und da haben wir jetzt diese 2 Aufzuchtstationen. Wie gesagt, sind beide gleich. Hier ist die Abholung, also die Entnahme quasi von den erwachsenen Schweinen. Und hier kommen die Ferkelkisten rein. Hier werden die auch gefüttert. So, machen wir mal das Licht an. Also, der linke Koben ist für die erwachsenen Schweine. Ihr seht schon, da holen wir sie dann raus. Und hier bringt ihr die Ferkelkisten rein. Ihr nehmt also einfach nur eine Ferkelkiste, lauft rein damit. Ja, und dann tauchen die kleinen Ferkelchen hier drin auf. Stroh brauchen wir keins. Ihr seht, wir haben Spaltenböden. Aber was wir brauchen ist, da sieht man es im Infofenster, wir brauchen Ferkelfutter und Ferkelmilch. Und das Ganze bekommen wir im Shop. Da jetzt nicht hingucken. Das kommt noch. So, hier haben wir Ferkelfutter im Sack. Ja, kriegen wir 50 Liter für 50 Euro. Da steht schon Ferkelfutter im Sack. Wird benötigt zur Aufzucht von Ferkeln.
Und da haben wir hier einmal einen 1000 Liter Container mit Ferkelmilch. Die Ferkelmilch kommt hier hin. Funktioniert dann im Prinzip ja wieder wie diese Nitram Big Bags, wenn ihr euch erinnert, auf dem Hof bei dieser Flüssigdüngerproduktion. Das muss also, der Container muss genau hier in den Trigger rein und dann wird die Ferkelmilch hier auch automatisch entnommen und an die Ferkelchen verfüttert. Und mit den Säcken läuft man dann einfach hier an der Trog, befüllt sich dann automatisch und der Sack verschwindet dann auch, wenn er leer ist. Platz haben hier, ihr seht, 20 Ferkel. Also vier Kisten im Prinzip, auch 5 Ferkel und ja, erwachsene Schweine haben auch 20 Stück Platz. Und eben, wenn man sagt, keine Ahnung, wenn man hier jetzt hingeht und lagert Ferkelkisten zwischen, ja, und hat die Schweine dann voll, dann kann man hingehen und kann die darüber stellen. Wenn man zum Beispiel einen größeren Viehtransporter hat, da will man natürlich nicht immer wegen 20 Schweine dann rumgurken. Und wie gesagt, genau das Gleiche haben wir hier. Funktioniert genau gleich, sieht auch genau gleich aus. Oh, das Täfelchen muss ich euch noch zeigen. Da ändert sich die Anzeige dann auch automatisch, je nachdem, wie viel Ferkelchen man drin hat und wie viel Alttiere dann herangewachsen sind. So, das wäre das eine. Aber, ja, ihr habt es vorher schon gesehen, es ist ein Futtersack für die Schafe dazugekommen. Deswegen gehen wir jetzt auch mal hier hin. So, jetzt müssen wir da raus. Da haben wir nämlich auch ein neues Gebäude bekommen. Das ist ja hier der Schafstall am Dorfrand mit der Käserei. Da haben wir jetzt auch ein neues Gebäude. Und wenn wir das aufmachen, dann sehen wir eine Lämmeraufzucht. Die müssen wir nicht kaufen, die gehört uns von Anfang an. Und ja, wir haben also erst gedacht, da fehlt ein Symbol, aber das war so beabsichtigt. Also Andi sagt, man braucht hier keins, weil man hat ja hier zum sich hinporten quasi das Symbol von den Schafen. Hier ist es was anderes, weil die Ferkelchen ja ausgelagert sind, aber die Schafe sind ja hier, also die Lämmer im Prinzip, sind ja direkt am Schafstall dran. So, jetzt gucken wir mal ins Infofenster, was wir hier brauchen. Und zwar seht ihr schon, da ist kein Trigger, sondern da steht schon so ein Container und da muss Milch rein. Da könnt ihr also entweder die Milch nehmen, die ihr da aus dem Schafstall entnehmt, oder ihr könnt natürlich auch Kuhmilch reinmachen. 25 Lämmer passen rein und hier braucht man 1000 Liter Futter. Da steht schon entweder der Schiebmix aus dem Shop oder ihr könnt auch Heupellets verfüttern. So, das wäre dann dieser Sack hier, Schiebmix. Da kriegen wir 50 Liter für 30 Euro. Es steht ja immer unten, Schaffutter im Sack. Kann als Ersatzfutter für Schafe verwendet werden. Wird aber auch zur Aufzucht von Lämmern benötigt. Das heißt, hier ist es als Futter zwingend nötig. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, ihr wollt drüben für die Schafe kein Gras mähen oder kein Heu füttern, dann könnt ihr das natürlich auch mit den Säcken machen. Die werden also auch drüben im Schafstall angenommen. Ja, und hier auch das gleiche Prinzip. Hier haben wir keinen Spaltenboden, deswegen hier ist hier auch mit Stroh eingestreut. Da müsst ihr allerdings nicht, keine Sorge, die Lämmchen einzeln hintragen, sondern ihr fahrt dann einfach mit dem dementsprechenden Viehtransporter hier dran. Und dann könnt ihr hier an der Tür schon das Tiermenü aufmachen, die Lämmer abladen. Die tauchen dann hier auf und die erwachsenen Schafe stehen dann hier. Ja, auch hier wieder mit diesem Täfelchen, das sich ändert, je nachdem Tierbestand, Lammzucht, Jungtiere und Alttiere. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt noch schnell zum Händler. Dann zeige ich euch nämlich die neuen Sachen, wie die aussehen. Jetzt kaufen wir einfach mal, was kaufen wir denn? Kaufen wir mal einen Sack Schaffutter, einen Sack Schweinchenfutter und Ferkelmilch. Wo ist es? Da ist es. So, das ist jetzt die Ferkelmilch. Ihr seht es hier schon. Ja, mit Babyferkel und Nuckelflasche. Und dann haben wir hier einmal die zwei Säcke, also einmal das Schweinefutter für die Ferkelaufzucht und einmal hier für die, entweder für die erwachsenen Schafe oder halt für die Aufzucht der Lämmer. Ja, okay, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. So viel mal zu den Änderungen, zu den Neuerungen der Hofbergmann 1005. Soll sich etwas Neues tun, lasse ich euch das natürlich wissen. Wir zeigen es euch dann entweder wieder im Livestream oder natürlich auch auf meiner Facebook-Seite. Wie gesagt, Changelog findet ihr in der Videobeschreibung. Den Link zum letzten Livestream, wo wir das alles getestet haben, da seht ihr dann auch die Tieraufzuchtstationen. Ja, die haben wir bestückt quasi mit Lämmern und mit Ferkeln, haben das Ganze mal anlaufen lassen. Nochmal, die Version erscheint, wenn sie fertig ist, und ja, man braucht einen neuen Spielstand. Okay, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.